Herzlich willkommen im dritten Teil Teichbauen ohne Folie. In diesem dritten Teil gehe ich nicht darauf ein, welche Änderungen ich derzeit vornehme. Das werde ich in einem vierten Teil zeigen. Da erhöhe ich den Teich für den Winter. Hier geht es mir jetzt eher darum, was ich eingefunden hatte im Teich. So ein Teich zu bauen ist irgendwie wie so ein schöpferischer Akt. Also man fühlt sich ein bisschen wie, jetzt lacht nicht, aber Gott, hier unten seht ihr übrigens auch Fische. Dort vorne ein Teichfrosch. Warum? Weil man schafft ein kleines Ökosystem und in diesem kleinen Ökosystem findet sich Stück für Stück immer mehr an Pflanzenwelt und vom Tierreich ein. Und es ist einfach wunderschön zu sehen, wie viele, viele Tiere von alleine das nutzen und das als Hort oder Ort des Lebens wahrnehmen. Jetzt hat sich hier ein besonderer Teichbewohner eingefunden, und zwar eine Schlange, auf die warte ich jetzt gerade, die ist sehr scheu. Jetzt habe ich mich dafür hingesetzt für euch, um einfach mal auf sie zu warten. So eine Schlange war ich schon ziemlich überrascht. Der Frosch ist weg. Schaut mal hier, da ist die Schlange. Bei der Schlange handelt es sich, da ist übrigens ein Molch. Seht ihr den neben der Schlange? Und so ein Molch gehört zum Beutespektrum. Auf die Schlange bin ich überhaupt erst aufmerksam geworden, weil ein kleiner Frosch verletzt im Teich saß und ich mich gewundert habe, woher das kommt. Ja, so eine Schlange hier, das ist eine Ringelnatter, die frisst nämlich Frösche, Lurche allgemein, da Fisch, das seht ihr im Fisch. Und ist da ein relativ gefährlicher Jäger vielleicht im Teich, aber ich finde, es gehört einfach dazu, dass halt sich so eine Vielfalt einfindet und sich das auch einpendelt. Denn Fische und Frösche, die vermehren sich sehr stark und wahrscheinlich ist es nur gut. Diese Ringelnatter hier ist nun eine recht kleine Ringelnatter. Wenn man weiß, dass die über 1 Meter groß werden, dann ist das wirklich ein kleiner Zwerg noch. Neben der Ringelnatter, die ich hier noch ein bisschen filme und die ihr euch da nebenbei anschauen könnt, wollte ich mal noch auf andere Tiere eingehen, die andere vielleicht weniger oder die ihr vielleicht weniger kennt. Zum Beispiel Libellenlarven. Man sieht hier so eine hellgrüne Libellenlarve. Ab und zu müsst ihr sehr, sehr scharf in den Teich schauen, um sie zu sehen. Die ist auch sehr interessant, sieht seltsam aus, wenn man sie noch nicht gesehen hat. Erwartet man das nicht so, wie sie aussieht. Und so eine Libellenlarve, das wissen vielleicht auch die wenigsten, die verbringt mehrere Jahre, je nach Art, im Teich. Also zwischen 2 und 5 bis 6 Jahren kann so eine Libellenlarve im Teich verbringen. Und erst im letzten Jahr, jetzt seht ihr hier vorne noch einen großen Fisch, im letzten Jahr wird sie zur Libelle, da bricht hinten im Prinzip am Rücken das auf und die Libelle tritt hervor. Libellen haben wir hier auch sehr, sehr viele. Und das ist alles sehr, sehr schön zu beobachten, wie viele Tiere hier eigentlich mittlerweile drinnen leben. Da hinten seht ihr nochmal einen Frosch. Ich weiß nicht, wie das wird, wenn die Ringelnatter groß wird, also mit einer 1,20 Meter oder 1,30 Meter Ringelnatter, das wäre dann schon ein Riesenteil, ne? Dann dürfte der Teich ziemlich klein werden. Das war ja das Problem, was ich in Teil 2 geschildert habe, dass der Teich eigentlich zu klein geraten ist. Also meine kleine Welt, die ich hier geschaffen habe, für die ganzen Tiere, die ist definitiv nicht ausreichend vom Platz. So, ich würde jetzt die Ringelnatter nochmal aus der Nähe zeigen. Versuchen, mich ein bisschen ranzuschleichen. Da seht ihr übrigens einen kleinen Frosch da drüben. Seht ihr das? Wenn ihr euch wundert, was ihr jetzt hört,
da im Hintergrund, das ist mein Kater, eine arabische Maus, der schreit wie ein kleines Kind, ne? So. Kreuzt nebenbei eine Libelle den Weg. Der kleine Frosch sitzt da, der weiß gar nicht, wie gefährlich das ist, an dieser Stelle zu sitzen. Und sie geht nicht weg. Also für mich ist also wenn sich solche Tiere hier einfinden, ist das ein gutes Zeichen für einen gesunden Teich. Die Pflanzen- und Tierwelt, die ist einfach Wahnsinn. Und es ist auch wirklich kolossal zu beobachten, wie unglaublich das Wasser ist, ohne dass man eine Filteranlage oder irgendetwas benutzt, dass allein Muscheln es schaffen, das Wasser so sauber zu halten, das ist einfach nur kolossal. Man sieht daran, dass Tiere ohne weiteres ihr kleines Ökosystem perfekt sauber halten können. Und die ganzen Anlagen, die Menschen dann installieren, um beispielsweise das Wasser halt sauber zu halten oder Sauerstoff reinzubringen, dass die vollkommen überflüssig sind. Wenn man einfach ein Ökosystem geschaffen hat, das halt wirklich Tiere und Pflanzen sich so ergänzen, dass beispielsweise die Schnecken die Reste holen von verstorbenen Abfällen und so weiter, dass so eine Ringelnatter dafür sorgt, dass die Populationen nicht explodieren, dass es halt nicht zu viele werden und dass halt zum Beispiel die Muscheln dann das Wasser sauber halten, ein paar Krebse fehlen vielleicht noch. Also es ist einfach so, man muss das so sehen. Man braucht doch nicht traurig sein oder so, wenn so mal was umgebracht wird durch so eine Ringelnatter. Es ist einfach Natur. Und wenn man das Leben sieht, wie es ist, dass es gar keinen Tod gibt, dann ist das alles in Ordnung. Und es ist halt einfach ein Kreislauf, den man beobachtet. Ein gesunder, natürlicher Kreislauf. Jetzt hat sich da hinten versteckt, kriecht hinter den Stein. Und dann lasse ich sie mal in Ruhe und zeige euch in Teil 4 noch, wie ich den Teich um 20 Zentimeter Höhe, was nicht leicht ist, sage ich euch jetzt schon, weil dort kein Kalk rein soll in das Wasser, damit das Leben nicht zerstört wird oder geschädigt wird. Gut, vielleicht sehen wir uns in Teil 4 oder ihr kommt auf antik.news zum Artikel und ja, berichtet vielleicht über euren Teich, den ihr angelegt habt. Tschüss, euer Kai Hagemeister. Liefert. Und wie bereitet man es zu? Nun, das Pulver vermische ich sofort nach dem Öffnen mit Olivenöl. Sie erinnern sich? Das gute Olivenöl aus Spanien direkt vom Anbieter? Falls Sie an solch einem Öl interessiert sind, dann geben Sie einmal Crowdfarming in eine Suchmaschine ein. Über Crowdfarming finden sich direkt Konsument und Hersteller ohne Zwischenhändler zusammen. 5x5 Gramm Päckchen Astaxanthin mische ich in 1 Liter von diesem guten Olivenöl, schüttle es gut durch und stelle es anschließend in den Kühlschrank. Sie sollten darauf achten, dass Sie die Gläser mit einer großen Öffnung verwenden, denn im Kühlschrank wird aus dem Astaxanthin und dem Olivenöl ein fester Aufstrich. Er schmeckt unvergleichlich gut, viel besser als jede Kapsel, und Sie können sicher sein, was drin ist.
Im Beitragsbild von meinem Artikel unter antik.news sehen Sie ein Stück Dinkelbrot mit diesem Astaxanthin-Aufstrich. Sie wissen nicht, wo Sie reines Astaxanthin-Pulver in bester Qualität kaufen können? Na, dann gehen Sie auf antik.news, dort verlinke ich und zeige, wo Sie es gut bekommen, zu einem günstigen Preis. Nebenbei bemerkt, schützt Astaxanthin nicht nur Ihre Haut und hilft Ihnen, schnell braun zu werden. Es finden sich allein im PMC über 2000 Studien, die über die positiven Wirkungen von Astaxanthin berichten. Von Arteriosklerose, autoimmune Hepatitis, Diabetes, kardiovaskuläre Erkrankung bis hin zu Depressionen. Astaxanthin mutet wie eine moderne Panacee an. Es gilt darüber hinaus als eines der stärksten Entzündungshemmer. Ein Vorteil für uns: In einem guten Olivenöl schmeckt Astaxanthin auch noch ausgezeichnet. Sie hörten einen Artikel von Kai Hagemeister. Möchten Sie den Artikel gerne lesen, statt ihn zu hören, dann kommen Sie auf meine Seite antik.news. Dort finden Sie den gesamten Artikel noch einmal zum Lesen.